Hallo und willkommen zur 17. Episode von Let's Play South Park, der Stab der Wahrheit. Viel Spaß! Ja, vielleicht befreien wir jetzt endlich mal Randy, ohne ihm eine Analsonde immer weiter ins Rektum zu stoßen. Hey, that did it! The force field's down! Come on back and we can get out of here! Jetzt müsste ich mich nur noch daran erinnern, wo der Rückweg ist. Aber ich glaube, das war hier. Na, Machttrank. Das wird bestimmt nicht so einfach. Feeling alright, ja. Dem geht super. Okay, da will ich jetzt irgendwie nicht rein. Wobei ich befürchte, dass ich das gleich muss. Ne? Great, you made it! Okay, use this panel here and we can all go home. Werden wir doch mal sehen, ob wir dann einfach so nach Hause können. Ach, immer diese Machttränke. Aber ich würde sagen, ich gucke mir mal kurz an, was wir noch an Items jetzt dazu gekriegt haben. Da waren nämlich die Alien-Handschuhe. 1 MP, wenn ich Schaden blocke. Ja, schlecht ist es nicht, aber Abwehr erhöht gefällt mir im Moment besser. Mal ganz was Neues, eine zensierte Szene. Bäh. Ich meine, die Szenen klingen jetzt auch nicht unbedingt toll. Oh, you did it! Oh, thanks, kid. I don't know who you are or if you're real, but consider me your friend. Until we meet again! Dass er jetzt gehen kann. Weißer Kraftkristall, ein Questgegenstand. Okay, wir sind auf dem Schiff offensichtlich noch nicht fertig. Kann ich vielleicht noch... Ne, ich kann es nicht abschießen. Mal schauen, wo wir jetzt hin müssen. Ah, hier können wir runter. Neue Nachricht von Mr. Marsh. Ja, rechts von dem Raum, in dem wir eingesperrt waren, ist ein Fahrstuhl. Du kannst über ihn fliehen, aber ich habe ihn kaputt gemacht, als ich ihn benutzt habe. Du musst ihn reparieren, tut mir leid. Ja, ganz toll. Ein Audiolog, juhu! Success! I found something that looks to be food. It's some sort of green fluorescent goo. I'm gonna have to try and eat some. It's not so bad. It's tangy and nutty. Would probably go well with a... Hey! What's happening to me? What's it? Einsam meines Gräbens geworden! Was spricht Deutsch? Was sollte das geheißen haben? Ach ja. Ich sag jetzt. Okay. Ist das jetzt ein Händler? Ich sag jetzt mal nichts, weil ich habe schon mal gehört, was in dem Spiel da noch vorkommt. Für diejenigen von euch, die es noch nicht wissen, soll es ja eine Überraschung bleiben. Ich wollte jetzt noch mal ganz kurz gucken, ob ich vielleicht irgendwo diesen Schrank finde, in dem von dem beim letzten Audiolog die Rede war, aber ich glaube eher nicht. Ist auch nicht so wichtig, das wäre wahrscheinlich nur ein Aufsatz. Scheiße! Scheiße, ja. Ich will sie lebend! Oh Mann. Okay, das ist jetzt kein Alien. Schönen Tag. Schönen Tag, ja. Was war das für ein Klotz? Oder was? Alles ein wegzensierter Mittelfinger oder was? Oder. Ah, wahrscheinlich eher ein Hitlergruß. Ach du Liebe! Okay, immun klingt nicht gut. Schönen Tag. Alien-Verschwörungspenner. Also ich schätze mal, dass das im Original... Ich hoffe, dass ich jetzt nicht nur auftrete und ich hier eine Verraschung versaue.
Aber es gab eigentlich in dem Spiel Nazi-Zombies. Und wenn das jetzt die Umsetzung davon ist, bin ich doch leicht enttäuscht. Jawohl! Aber der ist ganz schön stark. Scheint wirklich ein ziemlich starker Boss zu sein. Nein, noch nicht. Ich heile mich lieber erstmal. Wobei, was macht der Machttrank? Ich habe doch davon so viele. Schönen Tag. Füllt 40% meiner MP wieder auf. Ja, okay, das ist ja gar nicht so schlecht. Dann können wir nochmal exekutieren. Ja. Jetzt wünschte ich, die Attacke wäre schon stärker. Mist. Oh je, da muss ich mich wohl heilen. Zum Glück haben wir genug Heilgegenstände. Na, zumindest können wir meucheln, dann blutet der. Hoffentlich. Hätte der noch bluten können, ja. Autsch. Jetzt können wir doch nochmal ein bisschen Mana dazu kriegen. Jawohl! Naja, ich glaube, wir müssen ihn nicht beklauen. Gegenstände haben wir genug. Schönen Tag. Ja, schönen Tag. Ach, du Liebe! Also, ich hatte auch gehört, dass im Original die Nazi-Zombies wohl die ganze Zeit... Nein, was soll denn das? Ich hatte gehört, dass im Original die Nazi-Zombies die ganze Zeit irgendwelche Hitler-Parolen von sich geben. Jawohl! Und, das Jawohl ist ein bisschen so ähnlich, aber... Naja. Schönen Tag. Verschwörungspenner. Scheiße! Ich halte sich nicht... Ah, nicht schon wieder. Oh, ist blutig. Na, ich glaube, ich heile mich aber lieber zuerst. Na, Mana haben wir nicht genug. Ah, nee, das ist ja Widerlichkeitsschaden. Das bringt ja nicht wirklich viel. 44 ist auch nicht gerade toll. Na, wenn ich jetzt jede Runde heilen muss, dann sieht das nicht mehr ganz so gut aus. Schönen Tag. So viele große Heil-Items habe ich gar nicht mehr. So viel Energie hat er auch nicht mehr. Ach du Liebe! Ach. 19, ja. Egal, was wir jetzt tun, der wird wohl erledigt sein. Mein Unleben! Alufolienhut, juhu. Das ist dann wohl derjenige gewesen, der die Audiologs verfasst hatte. Wo können wir jetzt hin? Geht's jetzt überhaupt hier weiter? Na, ich versuch's lieber mit der Aliensonde. Hier scheint's nicht weiterzugehen. Okay, dann war das auch nicht die Stelle, die Randy meinte. Er hat ja auch von einem Aufzug gesprochen. War das Reparieren? Das kann durchaus sein. Ah, hier sind doch die Machttränke noch drin. Oh. Rektal-Fotoset. Na wunderbar.
Eine neue Waffe. Und ja, genau. Wenn jetzt die Gegner Standard werden, muss ich gleich mal nach einer anderen Waffe gucken. Aber gegen die Aliens war ja bisher die Laserwaffe nicht schlecht. Die Laserpistole. Haben wir vielleicht auch noch eine Aufwertung inzwischen? Nein, leider nicht. Und hier kriegen wir auch nicht wirklich viele Facebook-Freunde, wobei Randy haben wir schon dazu gewonnen. Achso, wir haben einen neuen Aufsatz gekriegt. Entzieht blutenden Zielen 25 TP. Ja, das ist natürlich schön, wenn wir blutende Gegner haben, aber wenn wir den Aufsatz ändern, haben wir gar keine blutenden Feinde mehr. Aber ich glaube, ich versuche es jetzt doch mal mit den anderen Handschuhen. Genau. Schadenblocke, ein MP. Ah. Damit können wir uns ein bisschen besser vor den Aliens schützen. Wunderbar. So schön absurd. Aha. Das sieht... Scheinen mir ein bisschen wenige Planeten zu sein. Hier können wir nicht hin. Ah, das ist... Ist das ein Shin-Pokémon? Warum haben die ein Shin-Pokémon? Das heißt also, man kann die anscheinend verpassen. Oder man kann später nochmal zum Alienschiff. Na gut, das wird dann wohl der Endgegner sein. Oder auch nicht. Oh. Na, ein Endgegner nicht, aber der Pilot und der Co-Pilot. Oh nein. Die haben auch noch ein Turret. Das gefällt mir überhaupt nicht. Die stehen auch alle nicht in einer Reihe. Ich schätze mal, wir müssen zuerst diese... Okay, die sind alle schwach dagegen, das ist schon mal gut. Versuchen wir erstmal diese Verteidigungsmatrix zu deaktivieren. Au! Zum Glück habe ich mir vorher den Hut angezogen. Vielleicht schaffe ich es ja auch, die Verteidigungsmatrix so anzugreifen. Oh ja. Das war gut. Okay. Wann kann ich das blocken? Da hätte ich es blocken können. Mit Wasser kann man Feuer heilen. Das klingt ja sogar halbwegs vernünftig. Meucheln wir mal einen davon. Oh oh. Jetzt muss ich mich aber dringend heilen. Kekse. Na gut, ich konzentriere mich am besten zuerst auf den einen. Wobei, vielleicht fängt der auch an zu bluten. Betäubung stellen. Dann kann ich doch jetzt noch ein bisschen Mana hinzugewinnen. Ein Klumpen Scheiße.
Ah, dann sind sie angewidert. Okay, dafür ist das also gut. Hoffen wir mal, dass das genug abzieht. Wobei, töten wir sie nicht. Mist. Wenigstens einmal geblockt. Ah, gut war das nicht. Ich bleib doch bei der Strahlenwaffe. Move. Ah, nein, das kann ich gleich blocken. Oh, oh. Ich habe es geblockt. Uhu. Zum Glück. Wieder etwas Mana-Energie dazu. Nein, einen großen Mana-Trank brauchen wir nicht. Macht-Trank. Versuchen wir es doch nochmal mit abziehen. Vielleicht zieht das ja auch ganz schön viel ab. Move. Immun. Na gut, aber nach einem weiteren Angriff sollte der wohl erledigt sein. Anscheinend verhalten die sich aber wie ein Gegner. Denn die greifen zum Glück nicht beide gleichzeitig in der Runde an. So, du bist erledigt. Co-Pilot ist erledigt. Ah, jetzt. Zum Glück wieder geblockt. Was machen wir denn? Meucheln wir ihn. Wobei, Moment, wir können ein Item nutzen, dann machen wir das auch. Haha. Wir können ihn nämlich dann in der nächsten Runde auch noch exekutieren. Oh, ganz schön stark. Auf Töten stellen. Au. Na gut, jetzt brenne ich auch noch. Das gefällt mir nicht. Das letzte von diesen Items. Exekutieren. Nee, nicht schon wieder. Geblockt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was am sinnvollsten wäre, aber mir gefällt das Brennen nicht. Mit etwas Glück kriegen wir ihn jetzt auch erledigt. Es könnte aber knapp werden. Wer steuert das Schiff jetzt? Stewardess. Okay, ich habe gedacht, wir können die vielleicht noch looten, aber das scheint nicht so zu sein. Was für ein Zufall, dass wir ausgerechnet wieder in South Park landen. Dann können wir halt nicht ins Einkaufszentrum. Grüne Schleim verbreitet sich und jetzt werden wir anscheinend alle zu Verschwörungspennern. Yes. At what location? How many people in the town? Großer böser Regierungstyp. Get in there and cover it up. This could change everything. Get everyone moving. We've got another UFO crash. Okay. Das verspricht da spannend zu werden. Wir sind jetzt endlich wieder zurück. Wir sind aufgewacht und halten das wahrscheinlich erstmal nur für einen bösen Traum. Erster Tag in South Park. Na gut. Wir haben also den ersten Tag in South Park überstanden. Es ist schon eine Menge passiert. Und ja, wir haben jetzt ein paar neue Nachrichten. Wir haben jetzt vielleicht auch eine neue Aufwertung. Aber das Ganze
machen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.